Moin Leute, heute reden wir mal über das Spiel, was mich die letzten Wochen so hart in seinen Bann gezogen hat und warum ich denke, dass dieses Spiel auch etwas für euch sein könnte. Ich rede natürlich vom Wikinger-Hit Valheim. Was es in Valheim geht und was ihr in dieser nordischen Welt tun könnt, verrate ich euch nach dem Intro. Das Spiel führt euch als gefallener Wikinger in die mythische, fiktive 10. Welt des Weltenbaums Yggdrasil. Dort beginnt euer Leben nach dem Tod. Valheim ist eine Variation des Fegefeuers, eine Welt, die von Kreaturen des Chaos und den uralten Feinden der Götter geplagt wird. Eure Aufgabe ist es, dem Göttervater Odin zu helfen, dessen Rivalen zu besiegen und die Ordnung wieder nach Valheim zu bringen. Valheim bietet klassische Survival-Elemente, wie wir sie aus anderen Spielen wie The Forest und Minecraft kennen. Ihr erstellt euch zunächst einen Charakter, ihr wählt Geschlecht, Haar- und Hautfarbe sowie Frisur und Bart. Danach müsst ihr versuchen, euch in einer prozedural generierten offenen Spielwelt, die by the way verdammt groß ist, gegen Feinde zur Wehr zu setzen, Ausrüstung herzustellen und zu überleben. Dies könnt ihr alleine oder mit bis zu 9 weiteren Spielern auf einem gehosteten oder dedizierten Server tun. PvP-Kämpfe gegen andere Spieler sind nur mit gegenseitigem Einverständnis möglich. Valheim beinhaltet keine klassische lineare Geschichte bzw. Handlung, nein. Die Spielwelt beinhaltet verschiedene Biome, die man bereisen kann und in denen der Spieler auf zunehmend stärkere Gegner trifft. Um gegen diese zu bestehen, muss man sich aus neuen Materialien stetig stärkere Ausrüstung herstellen. Die einzige Story-Aufgabe, die ihr habt, ist es, die verschiedenen Bossgegner zu beschwören und diese für Odin zu besiegen. Als Sandbox-Spiel obliegt es in Valheim allerdings euch, sich eigene Ziele in der Spielwelt zu setzen und es steht euch frei, wann ihr diese Bosskämpfe bestreitet. Das Game verfügt meiner Meinung nach über einen sehr simplen, aber gut durchdachten Baumodus, in dem ihr aus vorgefertigten Elementen eigene Gebäude und Strukturen errichten könnt. Hier ist eurer Fantasie keine Grenze gesetzt. Wir haben zum Beispiel auf unserem Server ein großes Langhaus, Schmiede und Brauhaus gebaut, in dem wir gemeinsam saufen und uns am Kaminfeuer Geschichten über uralte Götter und Grauzwerge erzählen. Auch könnt ihr verschiedene Boote, darunter Flöße und Langschiffe bauen, um diese riesige Spielwelt zu bereisen. Macht euch schon mal auf lange Schifffahrten, raues Wetter und Seeschlangen gefasst. An bereits besuchten Orten könnt ihr Portale aufstellen, die euch helfen, schneller durch die Welt zu reisen. Nur eine logistische Herausforderung gibt es da. Verschiedene Rohmaterialien wie Erze zum Beispiel können nicht teleportiert werden und müssen mittels Schiff zurückgebracht werden. Natürlich dürft ihr auch wie die alten Wikinger Vieh züchten, Ackerbau betreiben und sogar angeln. Euer Charakter besitzt Fähigkeiten, die sich durch Anwendung verbessern lassen. Wer beispielsweise viel Holz hackt oder mit Pfeil und Bogen jagen geht, steigert automatisch seine Fähigkeiten und verrichtet diese Tätigkeit in Zukunft effektiver. Auf diese Weise werdet ihr als Spieler selbst für simple Tätigkeiten mit einem gewissen Fortschritt belohnt. Zuletzt möchte ich noch was zur Grafik sagen. Das Spiel verwendet bewusst eine Retro-Optik, die an frühe 3D-Videogames erinnern soll. Viele Texturen sind grob pixelig und die Modelle von Spielern und Monstern eher eckiger geformt. Jedoch verbindet das Spiel die schlichte Darstellung mit absolut zeitgemäßer Beleuchtung und atmosphärischen Effekt. Glaubt mir, wenn ihr morgens in Valheim aufwacht, euch auf einen Hügel stellt und ihr die Sonne beim Aufgehen beobachtet, Freunde, es gibt nichts Epischeres als das. Valheim ist seit dem 2. Februar 2021 als Early Access Spiel auf Steam verfügbar. Und laut dem Entwickler Iron Gate soll es noch für mindestens ein weiteres Jahr im Early Access Status bleiben. Des Weiteren soll Valheim vom Funktionsumfang her zu 75% und vom Inhalt her zu 50% fertig sein. Wir dürfen gespannt sein. Es wurden in einer Roadmap für 2021 schon weitere Updates zum Spiel gepostet. Was noch alles dazukommt und was ihr noch erleben dürfen, wird sich im Laufe des Jahres zeigen. Aber genug von mir, jetzt seid ihr an der Reihe. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, ob dieses Game was für euch ist und ob ihr lieber mit Freunden zusammen zockt oder eher der einsame Wolf seid. Es werden im Laufe des Jahres weitere Videos zu Valheim kommen und auch Streams auf Twitch, dort dürft ihr mir gerne auch folgen. Link zu Twitch ist unten in der Videobeschreibung. Ansonsten, wenn ihr Bock auf Guides zu Valheim habt und euch mein Video gefällt, dann lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo da. Vergesst auch nicht die Glocke zu aktivieren, so verpasst ihr keins meiner weiteren Videos. Habt noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und vergesst eins nicht, spielen geht immer.